Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Festa Primavera in der CCA Amstetten. Geht heute im Motto, Frühling ist da, wo du bist. Und wenn es um Glamour und Style geht, was ist der richtige Platz? Natürlich der rote Teppich. Hier gleiten natürlich die ganzen Who is Who, die schönen Leute, die Stars und Sternchen. Natürlich die Lookalikes. Und wir, Lilly und ich, als Fashion Scout sind für euch unterwegs und checken die latest Red Carpet Fashion. Mehr verraten wir aber nicht, denn wir gleiten jetzt gleich über den roten Teppich. Gehen wir. Ein frühlingsbunter Empfang bot sich den Gästen gleich beim Eingang. DJ Diamond und DJ Andy DB sorgten für den richtigen Sound am Dancefloor. Gogo-Tänzerinnen brachten mit ihrem Hüftschwung die Stimmung der Gäste auf wahrlich sommerliche Temperaturen. So, Werner, du als Organisator, kannst du uns einmal sagen, wie kommt man auf die Idee, solch eine Veranstaltung in der CCA zu machen und wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Also die Idee ist schon seit 2 Jahren, dass man wirklich im besten Ambiente des Amstetten hat und das ist einfach einmal das City Center Amstetten, eine Abendveranstaltung macht und der Name ist eigentlich darin entstanden, wir wollten das nicht als Clubbing assoziieren, sondern eben als Frühlingsfest und was liegt näher, eben mit Mode und schöne Leute, Festa Primavera, italienisches Frühlingsfest. Kriegt man da nicht selber Frühlingsgefühle? Absolut, also ich bin schon jetzt froh, wenn ich jetzt einmal rein darf, damit ich jetzt einmal alle Leute drinnen sehe und dann auch wirklich einmal den oben genießen kann. Wie sieht es mit der Organisation aus? Ja, der Werner Ascher und der Herr Lembacher, die machen das beide wirklich toll und wir haben vom ganzen Center mitgeholfen, logischerweise, nachdem wir die Veranstalter sind. Aber es ist ein Team, das dahinter steht und die arbeiten wirklich großartig. Von der Lichtanlage, DJ, alles funktioniert reibungslos, die Feuerwehr, die Polizei. Also mir ist schon ein Stein vom Herzen gefallen, wie es dann endlich losgegangen ist und wieder die Leute gekommen sind, dass es wirklich gut über die Bühne geht. In der VIP-Lounge vermittelte die Band Indeed Frühlingsgefühle mit Unplugged-Songs. Organisator, was war das Aufregendste zum Organisieren? Also das Aufregendste war sicher das Selbstplakatieren von Werner und mir, das wir im Anzug erledigt haben. Es freut uns sehr, dass es uns anscheinend wirklich gelungen ist, so einen seriösen Business-Tempel in einen Party-Tempel zu verwandeln. Ja, und es ist einfach eine Freude, heute hier zu sein. Das Motto lautet ja Primavera, also der Frühling ist da, wo du bist. Sind bei dir schon die Frühlingsgefühle wach? Ja, selbstverständlich. Und auch das Wetter war uns ja heute sehr gnädig. 30 Grad an unserem Partytag, was will man mehr? Bist du zufrieden mit der Veranstaltung jetzt? Ja, bis jetzt natürlich, auf jeden Fall, ja. Ich habe hier einen der politischen High Society bei mir stehen. Herr Stadtrat, Politik und Fashion, verträgt sich das überhaupt? Absolut, alles, beides. Politik und Fashion sollte up to date sein. Und wer ist Ihr Lieblingsmodedesigner? Tommy Hilfiger. Ich bin ein Jungunternehmer und da hat man noch nicht so viel Geld, dass man wirklich den Designer, den man besonders schätzt, dann auch einkaufen kann. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen ein jugendlicher Mix. Also ich kaufe manche Sachen bei H&M und manche Sachen, zum Beispiel Guru gefällt mir extrem gut. Meistens ist es aber so, dass man meine Frau die Sachen mit heimbringt, das muss ich ehrlich zugeben. Und das passt mir dann auch meistens ganz gut. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingsdesigner? Also bitte. Charlie Mooden ist eh klar. Ich habe hier ein Sternchen von mir stehen. Bitte Kamera, einen Blick nach runter. Wer ist dein Lieblingsmodedesigner? Versace. Herr Bürgermeister, ein gediegener Abend bedarf natürlich auch gediegener Kleidung und da würde es uns interessieren, wer ist denn Ihr Lieblingsdesigner? Ich habe keinen Lieblingsdesigner. Ich kaufe mir die Kleidung in Amstetten, so wie es mir einfach gefällt. Wenn ich in ein Geschäft hineingehe und es gefällt mir, dann kaufe ich es. Jetzt zur Veranstaltung selbst, gefällt es Ihnen? Es ist ein sehr netter Abend, der ist gelungen, ja. Der Frühling ist ja jetzt da, wie sieht es mit deinen Frühlingsgefühlen aus? Sensationell. Wenn man bei uns durch die Gemeinde geht, es grünt alles, es blüht alles, das ist schon hervorragend. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir hier leben dürfen und wohnen dürfen. Gerade sind sie erwacht, meine Frühlingsgefühle. Mit wem? Johann, bitte die Tür. Jawohl, Madame. Und bevor wir uns ganz verabschieden, wollen wir natürlich wissen, wo sonst noch was los ist.
Jeder Mann, der an einem Dienstag in Stigments kommt, wird digital abgebildet und bekommt einen eigenen Fotoreport. Jeden Donnerstagabend Lotto spielen im Point ist angesagt. Und wer die meisten Punkte erreicht, erhält einen 20 Euro Wertgutschein. Jeden Samstag ist Krone Hit Live in X-Large und der Eintritt ist bis 22 Uhr frei. Und nun zu den hottesten News. Am 4. Juni sind am Paintballhalle Mono und Nikita Mann zu Gast. Geburtstag feiern ist angesagt, denn am 10. Juni findet Werners Birthday Party im K1 statt. Und wir bleiben gleich beim 10. Juni, denn da treten die Männer mit ihrem Programm Flotter Dreier in Steyr auf. Am Sonntag, den 12. Juni, veranstaltet die Friends Bar ein Kartrennen. Der Rennbeginn ist um 13 Uhr. Eure roten Schleifen könnt ihr für den Liveball am 17. Juni im K1 auspacken. Sunfeeling ist angesagt, denn am 3. Juni findet eine Bade-Dessous- und Strandmodenschau im EK West im Lavazza Café Bautel 2 statt. Der Einlass ist um 19.30 Uhr. Die Festa Primavera war heute Abend ein voller Erfolg. Und die Frühlingsgefühle sind auch bei uns wach geworden. Johann? Ab in den Sommer.